Ich habe mir überlegt, dass ich ein kleines Infovideo für euch drehe. Und zwar bezieht sich dieses Infovideo auf mein gestriges Q&A-Video und auch auf alle zukünftigen Q&A-Videos. Warum dieses Infovideo? Um in Zukunft Missverständnissen vorzubeugen. In meinem gestrigen Q&A-Video habe ich ja wieder hauptsächlich Fragen von euch beantwortet, aber nicht ausschließlich, sondern habe mich auch teilweise zu dem einen oder anderen Kommentar so geäußert. Das mache ich des Öfteren in meinen Q&A-Videos. Gut, Q&A-Videos, Q&A heißt eigentlich Frage und Antwort. Aber ich finde, die Q&A-Videos eignen sich auch gut dafür, eben sich zu gewissen Kommentaren zu äußern. Normalerweise oder zu den meisten Kommentaren, die ich so von euch bekomme, antworte ich ja schriftlich, ja. Aber je nachdem, was es für ein Kommentar ist, wenn die Antwort zu lange ausfallen würde oder zu aufwendig, dann lasse ich das und nehme dann so einen Kommentar dann, wie gesagt, gerne in ein Q&A-Video von mir. Es fängt schon wieder an zu regnen, obwohl es gar nicht angesagt war. Muss ich mich beeilen. Ja, und in dem gestrigen Q&A-Video ging es um einen Kommentar von einer Zuschauerin, der es wohl nicht so gut ging, mental vor allem. Ja, so hat sie sich mir gezeigt in ihrem Kommentar. Und sie hatte mich gefragt, ob ich vielleicht den einen oder anderen Buchtipp für sie habe oder sonst irgendwas, was ihr vielleicht helfen könnte. Also so in der Art, ja, nicht genau mit diesen Worten. Dann habe ich ihr schriftlich geantwortet, dass ich mich dazu gerne in einem der nächsten Q&A-Videos äußere, weil es eben zu aufwendig gewesen wäre, das alles schriftlich zu machen. Ja, und bisher habe ich das meines Wissens immer schriftlich angekündigt, ja, dass ich mich dazu in einem der nächsten Q&A-Videos gerne äußere oder die Fragen gerne in einem der nächsten Q&A-Videos beantworte. Und in den meisten Fällen habe ich dann auch eine Antwort von der Person bekommen. Ja, dass sie da. Genau, ich habe dann auch dahinter immer geschrieben, okay, im Fragezeichen noch dahinter, ja. Also so auf die Art, wenn es dir recht ist, ja. Meistens habe ich dann auch noch eine Antwort bekommen und die Zuschauer haben sich dann darüber gefreut, dass ich dazu dann was in einem der Q&A-Videos sagen werde. Ja, bei der Person, von der ich eben gesprochen habe, habe ich allerdings keine Antwort mehr bekommen, habe das aber trotzdem als okay angesehen, dass es okay ist, wenn ich darüber öffentlich spreche, habe mir auch die Mühe gemacht, noch für sie den ein oder anderen Buchtitel rauszusuchen, der ihr vielleicht helfen könnte, weil ich wollte ihr einfach gerne helfen. Das war meine Intention, nichts anderes. In dem ersten Kommentar, den sie dazu geschrieben hat, hat sie sich auch mehr oder weniger dafür bedankt und hat gesagt, sie schaut vielleicht mal rein in das ein oder andere Buch. Dann hat sie den Kommentar aber wieder gelöscht und hat einen anderen Kommentar geschrieben und der lautete so in der Art, dass sie gar nicht wollte, dass ich mich dazu öffentlich in einem Q&A-Video äußere und sie das übergriffig findet und gerne möchte, dass ich ihre Frage und meine Antwort dazu lösche. Okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Im Gegenteil, aber ja, es ist, wie es ist.
Und deswegen habe ich ihr dann geschrieben, okay, alles klar. Deinen Wunsch respektiere ich natürlich und werde das aus dem Video rausschneiden. Was ich mittlerweile auch gemacht habe, das Q&A-Video habe ich nochmal neu hochgeladen. Es geht jetzt anstatt 27 Minuten nur noch 17 Minuten. Und wenn dieses Video online ist, kurz danach werde ich das geschnittene Q&A-Video dann auch noch online stellen und das bisherige löschen. Ja. Und in Zukunft halte ich es so, dass wenn mir jemand in einem Kommentar Fragen stellt oder einen Kommentar schreibt, der nicht so einfach schriftlich zu beantworten ist, entweder zu aufwendig oder weil auch dadurch vielleicht Missverständnisse entstehen könnten, dass ich dann, und ich den aber gerne beantworten möchte, dass ich dann darunter schreibe, dazu äußere ich mich gerne in einem der nächsten Q&A-Videos. Oder deine Fragen beantworte ich gerne in einem der nächsten Q&A-Videos. Ist das okay für dich? Diese Frage werde ich dann noch dahinter schreiben, so in der Art. Und warte dann auf eine Antwort von der Person. Wenn keine Antwort kommt, heißt das für mich, nein, dass das nicht okay ist. Ne? Nur, dass ihr das wisst. Dann werde ich das nicht beantworten oder mich auch nicht dazu mehr äußern. Ja. So, zu guter Letzt möchte ich mich noch ganz herzlich für eure lieben Kommentare zu meinem gestrigen Q&A-Video bedanken. Wenn ich dieses jedoch nachher lösche, sind eure lieben Kommentare dazu leider auch mitgelöscht. Ja. Des Weiteren möchte ich mich auch bedanken für eure lieben Genesungswünsche zu meinem Video, in dem ich euch diesen traumhaft schönen kleinen Schlammweiher gezeigt habe. Ja, da ging es ja um meinen Unfall an der linken Hand. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Vielleicht könnt ihr es sehen. Ja, also einmal hier waren die Verbrennungen, dann da, da. Und da. Mittlerweile sind die Blasen alle offen. Solange sie nicht offen waren, nachdem ich den ganzen Nachmittag da den feuchten Lappen drauf hatte, hat das gar nicht wehgetan. Und auch die erste Nacht konnte ich super schlafen. Das hat also wirklich richtig toll geholfen. Ja, und als sie dann am nächsten Tag nach und nach ein bisschen aufgingen, weil ich halt dagegen gekommen bin, dann hat es zuerst ein bisschen gebrannt. Aber ja, jetzt schon seit gestern tut es nicht wirklich mehr weh. Ich ziehe halt momentan da keine Ringe an, weil dann würde da Druck drauf kommen teilweise. Dann könnte es eventuell noch ein bisschen wehtun. Aber es ist okay. Jo, dann sollte es jetzt schon gewesen sein. Danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.